Dass eine HT alleine garantiert nicht Defizite im Selbstbewusstsein auflösen wird, wie so eine Aspirin im Wasserglas. Das wird nicht passieren. Ei! So, einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt, unter dem Keller, nein, unter den Straßen von Berlin im Keller unterm Pornokino. So, und heute erwartet euch dich ein neues Video. Ich würde sagen, auf deinem Lieblingsmännermagazin, zumindest hier auf YouTube. Ihr habt es im Titel bereits gelesen. Ich werde den Satz vervollständigen, der da lautet: Nicht eine Haartransplantation macht dich attraktiver, schrägstrich glücklicher, sondern Punkt, Punkt, Punkt. Darauf werde ich, liebe Freunde der Sonne, eine Antwort geben. Ob sie in eurem Sinne ist, das vermag ich natürlich jetzt nicht zu beurteilen, aber ich freue mich, dass ihr da seid, dass du da bist und nach dem kurzen Intro legen wir auch mal direkt los. Und auch heute trage ich im Übrigen, ich ziehe das jetzt knallhart durch, wieder ein T-Shirt von Son of a Tailor, wenn du dort noch nie bestellt hast. Also kurzum, ganz schnell. Du kannst dort deine Maße eingeben, deine Abmessungen und dir ein maßgeschneidertes T-Shirt quasi handgeschneidert schneidern lassen, was dann zu dir nach Hause kommt. Das kostet in der Regel so um die 59, 60 € mit dem Link. In der Videobeschreibung kannst du, wenn du deine erste Bestellung tätigst, 20 € sparen. Wenn das nicht mal eine krasse Hausnummer ist. Ich finde das schon ziemlich cool und ich trage die schon seit Jahren. Ich habe nur diese T-Shirts bei mir im Schrank. Und immer wenn ihr mich mit dem T-Shirt hier vor der Kamera sitzen sieht, dann ist es eins von Son of a Tailor. Das war der kleine Werbeblock. Falls du noch nicht auf meinem Kanal vorher mal vorbeigeschaut hast. Ich bin Gray Young, 42 Lenzen alt, wohne in Berlin und hatte im Jahr 2017 eine Haartransplantation und im Jahr 2018 eine zweite. Ich hatte die hier in Deutschland. Ich habe jede Menge Videos dazu gemacht. Ich verlinke euch einmal eines hier. Es geht ja im Prinzip darum, dass das auch das Credo des Kanals: Wir sind, was wir aus uns machen. Und ich glaube, es gibt viele da draußen, die denken sich, wenn ich doch einfach keine Geheimratsecken hätte, wenn ich anstatt einem kahlen Kopf einen Kopf mit Haaren hätte, dann wird es laufen. Dann bin ich selbstbewusster, dann springen die Frauen oder die Männer wieder auf mich an. Und das ist die Wendung, die mein Leben braucht. Und ich glaube und bin sehr felsenfest davon überzeugt, dass viele nach der Haartransplantation feststellen werden, dass sie danach doch nicht diesen Idealzustand von Glück erreichen, weil sie womöglich auch nicht das Feedback auf das Resultat ihrer Haartransplantation bekommen. Die Versprechung von den Kliniken ist relativ simpel. Die sagen dir, wenn du jetzt starke Geheimratsecken hast oder lichtes Haar, mach die HT und du siehst im Schnitt 10 Jahre jünger aus und du entsprichst natürlich eher dem Schönheitsideal des Mannes im 21. Jahrhundert. Und das Schöne ist, man blättert zwar viel Geld hin, aber mit ein bisschen Geduld in relativ kurzer Zeit hat man sein Ergebnis. Und dann ist man ja drin in dieser Todesspirale nicht, aber in diesem Teufelskreislauf. Ab der HT stehen die Haare im Fokus. Du musst dich mit Finasterid und Minoxidil auseinandersetzen. Auch dazu verlinke ich mal ein Video. Und du wirst womöglich vielleicht feststellen, dein Leben hat sich dadurch immer noch nicht geändert. Und ich möchte jetzt den Satz auch auflösen, was meiner Meinung nach vor einer HT das Allerwichtigste ist. Vielleicht ist es womöglich eine kluge Idee und eine bessere Option, wenn du dir anstatt 2, 3, 4, 5.000 € für eine HT ausgibst, dich im Fitnessstudio anmeldest und den sportlichen Weg beschreitest und was für deine körperliche Statur tust. Ich bin ja auch nicht die Megakante. Ich arbeite dran, ich bin es ja noch nicht. Aber wenn du dir zum Ziel setzt, dass du Sport machst, dass du Muckis bekommst, dass du an deiner körperlichen Fitness arbeitest, dass du dadurch
im Idealfall auch eine bessere Körperhaltung hast, eine andere Körperspannung. Wenn du daran arbeitest und, ich sag mal, Richtung sportlich-athletisch gehst, ich glaube, um den Satz einmal jetzt zu vervollständigen, nicht eine Haartransplantation macht dich attraktiver, / glücklicher, sondern womöglich eine sportlichere, athletischere Figur. Ein Mann mit Muskeln, ein Mann, der trainiert, austrainiert oder durchtrainiert ist, der dann keine Haare hat, der kann sich die Haare ja abrasieren oder er steht zu dem Haar, was er hat und macht das Beste draus, wird immer besser fahren im Nightlife, im womöglich auch im Job, als jemand, der keine sportliche, trainierte Figur hat und dann unter Haarausfall leidet. Zum einen, wer sich um seinen Körper kümmert und regelmäßig Sport treibt, wird automatisch ein größeres Selbstbewusstsein entwickeln, weil er einfach mit seinem Körper, mit seiner Statur, mit seiner Haltung im Reinen ist und das auch ausstrahlt und dadurch attraktiver erscheint. Und dann ist vielleicht das Problem der fehlenden Haare, wird dann dadurch ausnivelliert und kleiner. Und ich glaube, dass das ein guter Weg sein könnte für viele, die Probleme mit dem Haar haben, wie 80% der Männer auf der Welt im Übrigen. Aber wenn man sich das zum Fokus setzt, auf seine sportliche Ertüchtigung, körperliche Ertüchtigung, auf einen trainierten Körper, so plakativ und so oberflächlich sich das anhört, der wird, glaube ich, damit besser fahren. Versuch doch erstmal, diesen Weg einzuschlagen, dich körperlich zu ertüchtigen, regelmäßig Sport zu treiben, deine Ziele festzustecken und beobachte mal, ob nicht dann das Haarthema automatisch an die Seite rückt, weil man, einen anderen Fokus gesetzt hat. Das ist meine große Überzeugung. Checkt doch erstmal euren Status vom Body, vom Körper. Vielleicht solltet ihr erstmal diesen aufarbeiten und diesen Schritt gehen, weil das wird euch das ganze Leben, wie soll ich sagen, zugutekommen, auch gesundheitlich. Und wenn ihr danach, wenn ihr das Ziel erreicht habt, merkt, das mit den Haaren ist mir immer noch, ich habe so einen trockenen Hals, immer noch ein Dorn im Auge, ja dann macht die HT. Oder in anderen Worten möchte ich damit sagen, dass eine HT alleine garantiert nicht Defizite im Selbstbewusstsein auflösen wird, wie so eine Aspirin im Wasserglas. Das wird nicht passieren. Wenn du alles andere schon für dich, ich sag mal, maximiert hast und du setzt die HT noch on top, dann ist gut. Aber erwarte nicht, dass wenn du in den anderen Bereichen nicht Gas gibst, dass die HT deine Welt oberkrass positiv, wie so mit so einem Fingerschnipp, verändern wird. Weil natürlich, die Kliniken wollen Geld machen, die suggerieren, mach die HT und du bist glücklicher, attraktiver, jünger. Da ist was dran, aber der Hauptfokus muss ja nicht hier liegen, sondern hier. Und deswegen kann ich nur sagen, Sport schadet nie. Und deswegen möchte ich den Satz nochmal zum Schluss vervollständigen. Nicht eine Haartransplantation macht dich attraktiver, sondern regelmäßiger Sport und eine sportliche Statur. Das ist, was dich wirklich in vielen Belangen im Leben weiter voranbringen wird. Körperlich, äußerlich, aber auch von der Psyche, dem Mindset und der Selbstüberzeugung. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende dieses heutigen Videos hier in Berlin, unter den Straßen von Berlin im Keller unterm Pornokino. Ist leider so. Wenn ihr noch Anregungen habt zu anderen Videothemen, dann lasst es mich gerne wissen. Gönnt dem Video gerne einen Daumen hoch. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was eure Meinung zu dem Inhalt dieses Videos ist. Passt auf euch auf. Ich gehe morgen auf dem Christopher Street Day hier in Berlin. Erst auf eine Party und am Samstag dann laufe ich zum ersten Mal mit der Parade mit. Ja, wer dort auch ist, haltet Ausschau, sagt mir Hallo, ich würde mich freuen. Also, Männer, passt auf euch auf und immer dran denken. Wir sind, was wir aus uns machen. Euer Gray.